Liebe Freundinnen und Freunde, Silke hat eben das Thema schon erwähnt. Vor 33 Wochen hat Greta Thunberg angefangen, vor dem schwedischen Parlament zu streiken. In den letzten Wochen und Monaten wurde das eine riesengroße Bewegung. Ihr alle kennt die Bilder auch hier aus Berlin, wie tausende Schülerinnen und Schüler und inzwischen auch jede Menge anderer Leute auf der Straße sind und für mehr Klimaschutz protestieren. Greta Thunberg gewinnt inzwischen eine Auszeichnung nach der anderen und ich finde, zu Recht. Denn was wir heute erleben, das lässt sich mit dem Wort Klimawandel eigentlich kaum noch beschreiben. Wandel, das klingt ehrlich gesagt irgendwie so wie, oh, neue Frisur, ist aber ein ganz schöner Wandel. Aber liebe Leute, der Klimawandel, das ist nicht irgendeine neutrale Wandlung. Der Klimawandel, das ist die größte menschengemachte Katastrophe, die dieser Planet je erlebt hat. Und was mich daran zum Verzweifeln bringt, das ist die Tatsache, dass seit Jahren klar ist, worauf wir hier gerade zulaufen. Und dennoch wurde und teilweise wird es auch von einer überwältigenden Mehrheit der Verantwortlichen nach wie vor ignoriert. Und das Sprichwort "nach mir die Sintflut" haben da einige wirklich allzu wörtlich genommen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es jetzt eine Bewegung gibt, die dieses Thema ganz oben auf die Agenda setzt. Und nachher wird hier Franziska Wessel von Fridays for Future sprechen. Franziska, ich bin sehr, sehr froh, dass du da bist und ich möchte jetzt schon mal die Gelegenheit nutzen, um Danke zu sagen. Danke. Danke für alles, was ihr hier auf die Beine stellt. Liebe Leute, wenn Jugendliche gezwungen werden, ihren eigenen Schulabschluss aufs Spiel zu setzen, weil sie wissen, dass sie sonst überhaupt gar keine Zukunft mehr haben, dann ist es unsere Verantwortung als Politik, an ihrer Seite zu stehen. Wir kämpfen mit euch, wir kämpfen für euch, Franziska, und deshalb haben wir bei unserem letzten Parteitag auch beschlossen, Fridays for Future zu unterstützen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das wird bei weitem nicht ausreichen. Denn was zu Recht die Schülerinnen und Schüler hier von der Politik erwarten, das sind eben nicht nur warme Worte, sondern das ist ganz klares und vehementes Handeln. Und da machen mich, ehrlich gesagt, gerade einige Bundesminister, vor allem von der SPD, habe ich da schöne Fotos gesehen, die machen mich schon ein bisschen stutzig. Wenn die dann freitags auf die Demo gehen und sagen, wie toll sie das Engagement von Schülerinnen und Schülern finden, dann frage ich mich nämlich schon, wer ist hier eigentlich gerade an der Bundesregierung? Wer hat eigentlich im Bundestag die Macht, jetzt endlich mal wirklich was zu tun und das Ruder rumzureißen? Man kann natürlich immer schön auf Demos gehen und da gibt es total tolle Selfies. Man könnte aber bitte auch einfach endlich mal seinen Job machen und dafür sorgen, dass diese Demos endlich wieder überflüssig werden. Wir bräuchten die Bundesebene da so dringend. Denn, liebe Leute, wir haben in Berlin beispielsweise als erstes Bundesland 2017 bereits beschlossen, aus der Kohle auszusteigen. Im selben Jahr bereits haben wir das letzte Braunkohlekraftwerk ausgeschaltet. Und damit sparen wir jährlich 600.000 Tonnen CO2. Und bis 2030, ja, liebe Bundesebene, man muss nicht bis 38 warten, bis 2030 werden wir in Berlin komplett aus der Kohle aussteigen. Wir zeigen hier in Berlin, wie die Energiewende geht und wir werden auch dafür sorgen, dass die Berlinerinnen und Berliner trotzdem nicht im Dunkeln sitzen müssen werden. Denn wir wissen, dass der Ausbau der Erneuerbaren mindestens genauso wichtig ist. Und da haben wir hier als urbanes Zentrum besondere Herausforderungen, aber eben auch besondere Möglichkeiten und die werden wir nutzen. Wir haben mit dem Berliner Stadtwerk und mit der Mieterstromplattform gezeigt, dass es möglich ist, dass beispielsweise auch Mieterinnen und Mieter endlich von dem lokal erzeugten Strom auf ihrem eigenen Dach profitieren. Aber was macht die Bundesregierung? Statt das zu fördern und statt jeden zu fördern, der Photovoltaik baut, kürzt sie die Förderung kleinerer Photovoltaikanlagen. Aber liebe Leute, dass wir hier in Berlin jetzt nicht massenhaft Flächenanlagen bauen, sondern dass wir vor allem kleine Anlagen auf den vielen, vielen Hausdächern bauen können, das ist doch jedem klar. Und deshalb werden wir uns hier von der Bundesregierung nicht ausbremsen lassen. Wir wollen trotzdem Photovoltaik auf jedem Dach. Ist aber auch klar, dass das nicht dazu führen darf, dass plötzlich Menschen sich ihre Miete nicht mehr leisten können, weil sie Solaranlagen aufs Dach gebaut bekommen haben. Für uns ist Wohnen und Energie beides
ist keine Ware, mit der möglichst viel Profit gemacht werden sollte, sondern Energie gehört für uns auch zur Daseinsfürsorge dazu. Und deshalb kämpfen wir auch auf Bundesebene für eine Anpassung des Mieterstromgesetzes, damit dieses wichtige Instrument endlich gefördert und nicht mehr ausgebremst wird. Aber liebe Leute, wir können nicht länger auf andere Mehrheiten im Bund warten. Und deswegen tun wir in Berlin schon, was wir können. Beispielsweise waren wir 2017 schon Spitzenreiter beim Ausbau der Photovoltaik. Und mit der Unterstützung der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe hat beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Solarenergie, baut die hier derzeit ein Beratungszentrum auf, wo die Leute hingehen können, sich informieren können, wo auch Unternehmen informiert werden, wie können sie eigentlich möglichst sinnvoll die Solarenergie nutzen. Denn wir wissen ganz genau, die Energiewende gelingt eben auch nicht nur, wenn wir es hier als Politik beschließen, sondern nur, wenn die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt da auch mitmachen. Und wir werden dafür sorgen, dass das Potenzial, das auf den Dächern Berlins schlummert, auch wirklich ausgenutzt wird. Aber bei der Energiewende nur auf den Strom zu schauen, das wäre auch zu einfach. Wir müssen auch bei der Wärmeversorgung dafür sorgen, dass wir so schnell wie möglich raus wollen aus der Kohle, kommen aus der Kohle. Und auch beim Verkehr ist klar, weg von fossilen Energien hin zu Erneuerbaren. Als Stadtstaat ist die Sektorenkopplung in vielen Bereichen sehr viel einfacher zu denken als in manchem ländlichen Raum. Wir haben an vielen Stellen ganz andere Voraussetzungen. Und deshalb haben wir auch eine Bundesratsinitiative eingebracht zur Einbeziehung der urbanen Zentren in die Energiewende. Denn so einzigartig Berlin ist, es gibt trotzdem auch andere Städte, die ähnliche Voraussetzungen haben, und die muss die Bundesregierung endlich mitdenken. Und während, liebe Leute, während Doro Bär sich in ihren Flugtaxi-Fantasien verliert, die übrigens auch ein ganz schöner Klimakiller sein könnten, da machen wir uns in der gleichen Zeit Gedanken, wie wir die Digitalisierung eigentlich erfolgreich nutzen können für die Energiewende. Wir sind als Datenschutzpartei natürlich auch skeptisch beim Thema Smart Homes. Aber wir wissen auch, was mit neuen Technologien alles möglich werden kann, was mit Innovation alles möglich werden kann. Und die geschickte Steuerung von Nutzung und Verbrauch von Energie hat so viele Möglichkeiten. Und wir brauchen endlich jemanden auch auf Bundesebene, der sich das mal vornimmt und anguckt, weil da können wir als Berlin nicht die Welt retten. Aber ich will nicht alles auf die Bundesebene schieben, denn jeder, der was bewegen will, der muss bei sich selber anfangen, und das tun wir hier in Berlin. Deshalb wollen wir, dass bei allen Neubauten Solarenergie aufs Dach kommt und auch an die Fassade. Und auch beim Gebäudebestand werden wir darauf achten, dass bei Umbau und Sanierung Solarenergie zur Pflicht wird. Und wir wissen auch, wir sind da auch bei unseren eigenen Gebäuden, die in Landesbesitz sind, noch nicht so weit, wie wir sein müssten. Und da werden wir weiter Druck machen. Die öffentliche Hand muss hier ihre Vorbildfunktion wahrnehmen. Und auch das wollen und werden wir ändern. Und für uns ist auch klar, dass vor allem die Schulen, da wo Menschen lernen, wie wird Energie erzeugt, dass sie da auch natürlich selber Solaranlagen auf dem Dach haben. Das ist doch ganz selbstverständlich, und ich bin der Fraktion sehr dankbar, dass sie da gerade wieder einen Antrag eingebracht hat, und wir stehen an eurer Seite und wir werden dafür sorgen, dass alle Schulen Solaranlagen aufs Dach bekommen. Liebe Leute, ihr seht, wir haben bereits einiges getan in Berlin. Wir haben einiges vor. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Wir werden mit Nachdruck dafür kämpfen, dass Berlin zur klimaneutralen Stadt wird. Und zwar nicht nur, damit Schülerinnen und Schüler freitags wieder in den Unterricht gehen können, sondern vor allem dafür, dass sie auch in 20 Jahren noch eine Zukunft haben.